Bist du Freelancer und auf Upwork aktiv und weißt jetzt nicht genau, wie du die richtigen Projekte für dich finden kannst? Dann ist das Video genau das Richtige für dich, denn wir schauen uns diesen Prozess einfach mal gemeinsam an. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und ich habe auf Upwork vor einigen Jahren sehr, sehr aktiv gefreelanced. Ich habe wirklich einige Projekte auf Upwork umgesetzt und einige Kunden darüber akquiriert und so meinen Lebensunterhalt bezahlt. Zugegebenermaßen ist die Projektsuche aber gar nicht so einfach, denn es gibt tausende, zehntausende Projekte, die auf Upwork sind und es ist im ersten Schritt nicht ganz einfach, da einen Überblick zu gewinnen und zu wissen, ob ein Projekt wirklich das Passende für dich ist und deine Chancen groß genug sind. Deswegen schauen wir uns jetzt in diesem Video mal ein bisschen genauer an, wie die ganze Suche und die Filterfunktion für die ganzen Projekte funktionieren. Und deswegen nehme ich dich einmal mit auf meinem Bildschirm und wir suchen uns gemeinsam mal einen Job. Wenn wir ein Projekt finden möchten, dann sollten wir uns als erstes mal überlegen, was können wir eigentlich und welches Projekt wollen wir eigentlich machen? Da ich gerade mich super viel mit YouTube beschäftige und damit, wie kann man eigentlich Abonnenten auf diesen Kanal gewinnen oder nicht nur auf diesen Kanal, sondern generell abonniert gerne den Kanal. Das heißt, ich beschäftige mich relativ viel mit YouTube und YouTube-Marketing. Und jetzt denke ich mir, vielleicht wäre so ein bisschen Geld nebenbei zu verdienen gar nicht mal so schlecht als Freiberufler. Und warum sollte ich nicht einfach mal gucken, ob andere Unternehmen nicht auch Hilfe dabei brauchen und ob ich ihnen dabei helfen kann? Um Jobs zu finden, haben wir hier in der Mitte quasi die Übersicht. Das heißt, wir sind auf der Startseite von Upwork und sehen hier die Übersicht von allen möglichen Jobs. Wichtig hier ist allerdings, das ist mein Feed. Das heißt, hier zeigt mir Upwork wirklich nur die Jobs an, die mich auch interessieren. Die basieren vor allem auf meinen gespeicherten Suchen. Und dann zeigt mir Upwork hier immer alle Jobs an, die auf eine meiner gespeicherten Suchen passen. Und hier könnt ihr auch sehen, welche Suchen ich gespeichert habe und kann die eventuell auch auswählen. German Jobs, ich habe ja schon für einige Kunden gearbeitet. Ich könnte mir jetzt hier angucken, was meine vorherigen Kunden jetzt gerade brauchen. Aus dem Dachbereich, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Marketing im Dachbereich oder als Community Manager. Könnte ich alles auswählen? Mache ich jetzt erstmal nicht. Ich gucke mir nämlich erstmal an, was sind die Best Matches? Also was denkt eigentlich Upwork, was für mich die passendsten Jobs sind? Das basiert sehr darauf, welche Skills ich in meinem Profil angelegt habe, welche Projekte ich in der Vergangenheit gemacht habe, welche davon waren erfolgreich und generell die Beschreibung von meinem Profil. Oder ich gehe wirklich einfach mal chronologisch vor und gucke mir an, welche Projekte wurden dann als letztes gepostet und könnte das eventuell für mich passen und kann die einfach durchscrollen. Um dir einmal ein Gefühl dafür zu geben, wie viele Projekte eigentlich so auf Upwork veröffentlicht werden, schauen wir uns einfach mal an, wann die letzten Projekte veröffentlicht wurden. Hier zum Beispiel vor 7 Minuten, vor 8 Minuten, vor 10 Minuten, vor 12 Minuten, vor 13 Minuten, vor 14 Minuten. Hier kommen wirklich im Minutentakt die Projekte rein und du kannst dich auf diese Projekte bewerben. Das heißt, es gibt auf jeden Fall genug zu tun. Was hier vielleicht schon mal ein wichtiger Hinweis ist, als ich nach Projekten gesucht habe, habe ich das immer in zwei Schritte aufgeteilt. Und zwar einmal das Sichten der möglichen Projekte und einmal die Bewerbung. Da immer hin und her zu springen, das hat mich immer rausgebracht und war einfach sehr, sehr ineffizient. Deswegen bin ich immer so vorgegangen, habe die Jobanzeigen angeschaut und habe alles, was potenziell für mich interessant ist, einfach markiert als Favorit. Das habe ich sogar auch häufig über die mobile App gemacht und konnte dann, wenn ich mich dran setzen wollte, um mich auf die Jobs zu bewerben, einfach die Safe Jobs nochmal genauer anschauen. Ich konnte sie so aber immer wieder finden. Das habe ich sehr viel genutzt, muss aber ehrlicherweise sagen, ich bin kein Home Remote Virtual Assistant für Customer Service. Ich will ja Unternehmen dabei helfen, auf YouTube erfolgreich zu werden. Und deswegen sollte ich auch genau das machen und habe hier oben dafür noch eine Suchfunktion. Einfach einmal YouTube eingeben und dann schlägt er mir schon eine ganze Reihe an möglichen Tätigkeiten vor. Also ich könnte jetzt YouTube Marketing machen, als Editor auf YouTube arbeiten, Video Editing, okay, ist fast das gleiche, Video erstellen, Thumbnail erstellen, Editing, Intro erstellen, Suchmaschinenoptimierung für YouTube. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe offensichtlich an YouTube-Projekten. Ich klicke aber einfach mal auf YouTube, weil ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher bin und die Auswahl nicht unnötig klein machen will. Deswegen klicke ich einfach mal auf YouTube, um mir alle Projekte anzugucken, die Unternehmen weltweit für YouTube brauchen. Hier sehen wir, dass es aktuell zum Thema YouTube 7.421 offene Projekte gibt. Das ist natürlich wahnsinnig viel. Und wenn ich die jetzt alle einzeln durchgucken müsste, dann bin ich ziemlich lange beschäftigt. Das ist erstmal eine gute Sache, so viele Projekte zur Auswahl zu haben. Natürlich sollte man vielleicht auch die Suche ein bisschen enger fassen, um einfach eine bessere Auswahl zu haben. Das können wir machen hier auf der linken Seite. Das erste ist dein Erfahrungslevel. Hier gibt es drei unterschiedliche Erfahrungslevel, und zwar einmal Einsteiger, Mittel und Experten. Und natürlich, je mehr Erfahrung du hast, desto mehr kannst du verdienen und desto höhere Stundensätze kannst du aufrufen für die Projekte. Hier ist aber ein wichtiger Hinweis. Upwork ist eine weltweite Plattform.
Und zwar konkurrierst du hier durchaus zum Beispiel mit einem Freelancer auf den Philippinen. Da sind die Lebenshaltungskosten nicht ganz so hoch und deswegen sind natürlich philippinische Freelancer eher in der Lage, günstige Stundensätze anzubieten, als jemand, der in Deutschland seine Lebenshaltungskosten hat. Deswegen ist das Einstiegslevel für die meisten Freelancer in Deutschland nicht besonders interessant, sondern du müsstest mindestens auf dem mittleren Level oder dem Expertenlevel sein, um tatsächlich dann die Jobs zu sehen. Aber wir sehen, auch da haben wir immer noch fast 2000 Jobs, die da gefunden werden. Dann kannst du im nächsten Punkt einstellen, wie viel du eigentlich verdienen möchtest. Also was ist das Mindeste, was du brauchst oder auch das Maximalste. Hier kannst du erstmal auswählen nach Projekten, die nach Stunde bezahlt werden oder die einen insgesamten Projektpreis haben. Ich habe persönlich immer ganz gerne Stundenprojekte gemacht, deswegen wähle ich das aus und kann jetzt auch hier beispielsweise eintragen, dass ich mindestens $50 verdienen möchte pro Stunde für diesen Job. Ein wichtiger Aspekt ist natürlich auch die Konkurrenz auf den Projekten. Wenn schon über 100 Leute, das heißt über 100 Freelancer sich für ein Projekt interessieren, dann kannst du natürlich der 101. sein. Viel interessanter sind doch die Projekte, wo nur ganz wenige Freelancer aktuell Interesse gezeigt haben oder sich aktiv beworben haben. Da fällst du halt mehr auf und die Wahrscheinlichkeit, dass du das Projekt bekommst, ist halt sehr viel höher. Hier stelle ich auch in der Regel ein zwischen 0 und 10. Dann ein anderer wichtiger Punkt ist die Historie des Auftraggebers. Es kann ja auch sein, dass der Auftraggeber gerade ganz neu auf Upwork ist und das nur ausprobieren möchte, sich aber vielleicht wieder dagegen entschieden hat, weil ihm die Plattform nicht gefallen hat und er antwortet dir dann einfach nie. Sicherer ist es ja, wenn du einen Auftraggeber hast, der schon mehrere Projekte über dieser Plattform auch erfolgreich abgewickelt hat und bezahlt hat und so weiter. Das kannst du hier auswählen, dass du sagst, okay, ich möchte wirklich Unternehmen haben, bei denen ich weiß, die nutzen auch wirklich Upwork aktiv. Im nächsten Schritt kannst du zum Beispiel noch überlegen, wo der Sitz des Kunden sein sollte. Das ist manchmal interessant, wenn ich zum Beispiel Steuerberatung, Buchhaltungsleistungen hier anbieten möchte. Ich kenne mich halt im deutschen Steuerrecht ganz gut aus und kann deutsche Buchhaltung. Wie das in Indien funktioniert oder in China funktioniert, kann ich nicht weiterhelfen. Deswegen würde es hier zum Beispiel Sinn ergeben, dass ich Deutschland auswähle. Ist bei YouTube egal. Der Algorithmus ist ungefähr gleich weltweit. Außerdem noch interessant ist die Projektlänge. Das heißt, gerade Stundenprojekte sind ja häufig über einen bestimmten Zeitraum ausgelegt. Und da kannst du ein Projekt annehmen, das vielleicht 2 Wochen dauert oder aber auch mehr als 6 Monate. Wir sehen hier, es gibt 38 Jobs, die länger als 6 Monate geplant sind. Und das kann natürlich für dich auch interessant sein. Im nächsten Schritt noch, was erwartet der Auftraggeber, wie viel Zeit diese Arbeit in Anspruch nehmen wird? Und da kannst du auswählen, über 30 Stunden oder unter 30 Stunden die Woche. 30 Stunden die Woche ist ja schon echt viel. Das heißt, wenn du über 30 Stunden bist, dann reicht dir wahrscheinlich sogar ein Kunde. Und ich sehe, dass hier wirklich 26 Jobs da sind, die über 30 Stunden die Woche gehen und die mit $50 die Stunde bezahlt werden. Davon kann ich doch auch in Deutschland definitiv meinen Lebensunterhalt bezahlen. Das sind dann pro Woche $1.500 und pro Monat $6.000. Das wäre doch schon was, was mir von einem Kunden meinen Lebensunterhalt und meine Miete zumindest bezahlt. Deswegen nehme ich die Filteroption. Nachdem wir nach den richtigen Kriterien gefiltert haben, bleiben jetzt also noch 26 Jobs übrig. Zeig dir jetzt mal, woran du ein gutes Projektangebot und ein schlechtes Projektangebot erkennen kannst. Und deswegen schauen wir uns einfach mal genau an, was es da gerade gibt. Und das zweite ist schon mal ein hervorragendes Beispiel, weil das sieht echt nicht gut aus. Das heißt, ich sehe, hier ist eine Jobausschreibung, also eine Projektausschreibung. Es geht um Content Writing. Dieses Zahlungsmittel ist aber leider nicht verifiziert. Das heißt, die Kreditkarte, das Bankkonto ist noch nicht hinterlegt. Gab auch noch nie ein Projekt von diesem Kunden auf dieser Plattform. Das heißt, es wurde auch noch nie 1 Cent ausgegeben auf Upwork. Das Unternehmen kommt aus Indien. Das ist jetzt erstmal weder gut noch schlecht. Ist aber eine interessante Information. Titel ist Content Writer Needed for my YouTube Channel. Wenn wir draufklicken, sehen wir die Detailansicht von dem Job. Und wir sehen, dass dieser Auftraggeber es geschafft hat, in fast einer Zeile seine ganzen Bedürfnisse zu schreiben und sich selbst vorzustellen. Sehr, sehr knapp. Er braucht einen Content Writer, um seinen YouTube-Kanal irgendwie zum Wachsen zu bringen. Da steht nicht drin, was dieser Content Writer eigentlich machen soll. Da steht nicht drin, was das für ein Kanal ist. Wäre ja relativ einfach, diesen Kanal zu verlinken. Ich kann auch mit meiner Bewerbung für dieses Projekt gar nicht auf den Kunden eingehen, weil ich überhaupt gar nicht genau weiß, was der Kunde eigentlich macht. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Soll ich die Skripte schreiben? Soll ich die Beschreibung von den Videos machen? Soll ich vielleicht die SEO-Optimierung machen? Das wirkt auf mich alles nicht so richtig sinnvoll und auch gerade wenn ich mal anschaue, dass über 30 Stunden eingeplant sind für länger als 6 Monate auf Expert-Level. Es wirkt nicht wirklich so, als wenn dieser Auftraggeber das wirklich genau so meint. Und es gibt 2 Gründe, warum du dich auf solche Projekte nicht bewerben solltest. Der erste Grund ist, die Wahrscheinlichkeit, dass hier wirklich ein Vertrag zustande kommt, ist verhältnismäßig niedrig. Du steckst jetzt Zeit rein in die Bewerbung und die Wahrscheinlichkeit, dass einfach
nie irgendeiner antworten wird, ist relativ groß. Zweitens, selbst wenn es denn funktioniert, dann habe ich in der Vergangenheit durchaus die Erfahrung gemacht, dass gerade bei Projekten, bei denen der Auftraggeber sich nicht so hundertprozentig klar ist, was er eigentlich will und wie das Ganze eigentlich vonstatten gehen soll, ist das häufig so, dass die Schuld so ein bisschen auf den Freelancer geschoben wird, weil ohne genaue Vorstellung, ohne genaue Beschreibung der Tätigkeit und auch eine klare Erwartungshaltung ist es natürlich als Freelancer unglaublich schwierig, den Anforderungen gerecht zu werden. Und das führt immer zu Unzufriedenheit auf beiden Seiten, also sowohl auf deiner als Freelancer als auch auf Auftraggeberseite, was zu viel Stress führt und am Ende leider auch relativ häufig in der schlechten Bewertung. Deswegen kann ich dir nur raten, auf solche Projekte solltest du dich nicht bewerben. Doch suchen wir doch einfach mal nach einem besseren Beispiel. Das Angebot sieht deutlich besser aus. Das ist gefeatured. Das gefeatured ist schon mal ganz gut. Das heißt, der Kunde hat Geld ausgegeben, damit das prominenter gezeigt wird. Ich sehe auch, dass der Auftraggeber einen Plus-Account hat. Auch das ist sehr, sehr gut. Das heißt, der Auftraggeber hat einen höheren Plan bei Upwork. Das sehe ich auch daran, dass die Zahlungsmethode verifiziert ist und dass die Bewertung positiv ist. Das heißt, dieses Unternehmen hat schon von 77 Freelancern Feedback bekommen und hat eine durchschnittliche Bewertung von 4,71 Sternen. Also das ist durchaus solide und das Unternehmen hat über 90.000 Euro schon ausgegeben auf Upwork. Insgesamt dieses Unternehmen ist es gewohnt, auf Upwork mit Freelancern zusammenzuarbeiten und weiß schon, wie das Ganze funktioniert. Ich sehe auch hier, es gibt weniger als 5 Bewerbungen bisher. Das heißt, weniger als 5 Freelancer haben sich um dieses Projekt beworben. Das sieht auf den ersten Blick für mich interessant aus. Deswegen klicke ich einmal drauf, um mehr Details zu sehen. Auch hier sieht man, das Ganze ist irgendwie professioneller geplant und deswegen für dich als Freelancer natürlich interessanter. Hier steht nämlich einmal, wofür du verantwortlich bist, dein Aufgabenbereich. Im nächsten Abschnitt steht, welche Herausforderungen du erfüllen musst. Das heißt, was ist die Erwartungen, was du kannst von dem Unternehmen. Das ist relativ klar kommuniziert. Und im letzten Abschnitt steht noch etwas über den Auftraggeber. Auch das ist natürlich wichtig, weil es kann ja sein, dass du vielleicht eine Tätigkeit gut kannst, aber in einem bestimmten Markt nicht machen willst oder nicht kannst, wie auch immer. Diese Information, wofür bist du verantwortlich, was musst du können und wer sind wir, das ist auf jeden Fall wichtig. Und das ist hier definitiv erfüllt. Und für mich persönlich wäre das ein Beispiel für ein sehr, sehr gutes Projekt, auf das auch ich mich bewerben würde. Ich hoffe, in diesem Video hast du gelernt, wie die Filterfunktion und die Suchfunktion auf Upwork funktioniert und wie du den für dich passenden Job finden kannst. Dieses Video ist übrigens ein Teil einer ganzen Serie. Und zwar haben wir einige Videos dazu aufgenommen, wie du als Freelancer auf Freelance-Plattformen Kunden gewinnen kannst, so im Internet Geld verdienen kannst und was du dabei bürokratisch beachten musst in Deutschland. Das Ganze ist eingebettet in eine größere Initiative, in der wir ukrainischen Freelancern helfen möchten, in Deutschland Projekte zu finden und Geld zu verdienen, um so ihren Lebensunterhalt zu bezahlen. Aus diesem Grund haben wir auch eine Telegram-Gruppe erstellt, in der wir gern alle Fragen beantworten. Wenn du irgendwelche Fragen hast zu Projektfinden, zum Profil, zu deutscher Bürokratie für Selbstständige, dann stell da gern all deine Fragen. Den Link zur Gruppe, den findest du unten in der Videobeschreibung. Wir beantworten in der Gruppe alle Fragen gerne auf Englisch und Ukrainisch. Und das ist übrigens auch der Grund, warum es dieses Video auch auf Englisch und Ukrainisch gibt. Und ich verlinke dir die beiden Videos einfach mal hier und einmal hier.